Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Alpha Sophia. Ich habe gerade eben 8 Stunden, beziehungsweise eigentlich nur 45 Minuten damit verbracht, gegen ein dummes Digimon zu kämpfen, nur um dann festzustellen, ach ja, du musst dasselbe nochmal machen. Und deswegen habe ich jetzt keine Lust mehr gehabt, das aufzunehmen und spiele jetzt Pokémon. Bei Pokémon, da kann man spielen, ohne einen Anfall zu bekommen. Jetzt müsste so eine Zusammenfassung aus allen Momenten bekommen, wo ich bei einem Pokémon-Spielen einen vollen Anfall gekriegt habe. Aber dafür bin ich zu faul. Ein Bummels. Wo war ich eigentlich nochmal dran? Genau, ich hatte Wamboe in der Pension abgegeben. Habe ich Wambo noch dabei? Ich glaube schon. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Ah, nach oben. Nach oben. Oh. Jetzt bin ich jemand gefahren. Oh, Spastis. Auf zum nächsten Ziel. Was war unser nächstes Ziel noch gleich? Na, der Schlotberg. Ja, da will ich auch hin. Der Schlotberg liegt auf Route 112, irgendwo dahinter. Komm, wir gehen durch dieses schwarze Loch. Okay. Cool, ich hätte noch mein Pokémon mal sehen lassen können, aber egal. So, ich glaube, ich krieg mal hier nicht sogar die eine neue Angel. Hier war in Smaragd dieser komische Kampfturm, wo jetzt einfach gar nichts ist. Oder? Der war doch hier. Ja, der war hier. Komischer Züchter. Ah, ich habe gegen die Familie Siegeherrs gekämpft. Mann, die Spastis, ich mag die nicht. Surfen kann ich immer noch nicht. Ist hier nicht irgendwo dieses komische Kamerateam? Doch, eigentlich schon, ne? Ich soll jetzt nochmal ansetzen. Jasse. Bumm. Kann bitte kein Kleinstein kommen, dankeschön. Shiny Kleinstein. Geil. Ich will doch nur ein Shiny Pokémon haben. Bitterrohr von Sirup wirkt. Bitterrohr von Sirup, ey. Den würde ich nicht trinken. Cooler Witz, ne? Nee, okay. Hier ist mir kalt. Warum ist ja auch so kalt? Fuck. Ich glaube, hier ist ein Fluch von Darkrai auf mir am Lasten. Übrigens habe ich ein richtig epische Yu-Gi-Oh!-T-Shirt an. Mit dem dummen Bakora vorne drauf. Und der ist im Swaggle Realm. Ja. Richtig geil, ne? Was mach ich jetzt? Soll ich jetzt gegen die Siegeherrs kämpfen oder soll ich irgendwie... Ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen, um ehrlich zu sein. Ich probiere von dem Typ da vorbeizufahren. Hat geklappt. Das ist halt Kamerateam. Gegen ein Kamerateam will ich aber kämpfen, weil die sind cool. Muss ich nur gucken, dass mein Tag-Team-Fight-Duell bereit ist. Bopi ist ein bisschen zu OP. Tun wir mal Rupert nach vorne. Genau. Rupert kann auch mal kämpfen. Und Rupert hat gute Attacken drauf. Oh, stark aus den Trainern sehe ich. Okay, Kamera. Wir beginnen mit dem Dreh. Voll der Insider-Spruch von mir, ey. Eine Herausforderung von Interviewer Pia und Udo. Magnetilo und Flummel. Cool. Warum haben die so Pokémon? Bedroher von Sirup wirkt immer noch. Das ist sehr praktisch, weil das auch so bedrohend wirkt, ne? Da ist hier Dings Flummel ja bedrohlicher. Mach ich jetzt Blubstrahl einfach ein. Mach erstmal Magnetilo platt. Finner empfinde Dunkelklaue, manchmal Dunkelklaue und auch Magnetilo angreifen. Bam! Rupert setzt Dunkelklaue ein. Alter, da war einfach. Gekillt. Magnetilo ist eigentlich voll das coole Pokémon noch so. Ist auch so ein Pokémon, was ich mir echt so cool vorstellen könnte. Oh nein! Rupert ist geistig behindert. Ich glaube, das ist ja vorher schon gewesen. Was machen wir jetzt? Windschnitt. Windschnitt. Ich warte mal, Windschnitt greift beide an. Warum hab ich nicht gewusst? Finte. Ich habe schon wieder den falschen Angriff. Gesehen davon, dass ich mich jetzt wahrscheinlich eh selbst schlagen werde. Oh man, hätte das nicht noch ein bisschen mehr Schaden machen können? Oh, Rupert hat ihn besiegt. Das war ein sehr, sehr einfacher Kampf. Cool. Kann Rupert ein Level abbekommen? Oh, schade. Dieser Peter ist echt praktisch. Ich sitze schon wieder oben in der Mitte von der Kamera. Das war ja sagenhaft. Ich bin komplett sprachlos. Ja, jetzt für ein Interview mit uns. Okay. Was geht nach dem Kampf vor sich in dir? Mir ist direkt ein Wort eingefallen. Das gebe ich jetzt auch direkt ein. Das mache ich am besten so. Nach dem Kampf habe ich Arschwasser.
Oh shit, was ist denn jetzt passiert? Arsch. Wasser. Oh, ich bin so ein dummes kleines Scheißkind. Ich meine, das gibt sogar Sinn irgendwie. Oh ja, perfekt ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, dass die Sendung total gut ankommen wird. Oh, jetzt kann ich in dem scheiß Video-Navi gucken. Vielleicht kommt Werbung von mir. Naja. Nee. Ja. Hier sind die Nachrichten aus Höhen. Mit einer Einmeldung. Soeben erreicht uns die Neuigkeiten zu den Nachwuchstalenten, die von Xenia mit Höhen einerseits beliebten Stern am Himmel von Pokémon Bleib live. Außer kommt Ron. Das ist langweilig. Ich will umschalten. Nein. Nein. Ja. Ja, ist mir nur egal. Ich will die anderen Nachrichten hören, die sind viel cooler. Alter Geheim. Ja, da kommt wieder Werbung über mich. Ich komme die ganze Zeit im Fernsehen. Ich bin so fame, ey. Cool. Nächstes bitte. Ja. Danke. Willkommen zu TMs und Schattendaseins. Was ist das? Oh, ich will. Oh. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Jetzt bin ich so weiß. Jetzt sieht man den Pickel, den ich an der Nase abnimmt. Das ist voll geil. Deswegen machen die ganzen Spaß, die YouTuber ihre Fresse so ultra weiß. Wenn denen ihre Akne schnauzen jetzt sie. Wieso ist das so gelb? Warte mal, es ist gelb. Scheiße, wie dumm. Oh, das ist ein bisschen unfair. Wasser gegen Elektro, so. Aber vielleicht kriege ich den Schnellbesuch genug besiegt. Mit meinem heftigen Blubstrahl. Meinst du, was ist das für eine krasse Attacke? Platzen die Blasen so dem seine Fresse rein und dann schnauzt ihm sein Maul auf. Was? Ich drücke mich sehr gewählt aus. Maskering hat auch so richtig die On-Fleek-Eye hier den Slashes. Das riecht fabulous. Oh nein. Setzt der keine Donnerattacke ein, sondern einen Sternschauer. Das ist natürlich schlau. Windschnitt. Ach so, ich kann nicht, weil ich nur Blubschreien kann. Das ist schlimm. Und jetzt sonst noch? Plüssel heult. Es ist tot. Ende. 24, cool. Kann ich bitte neue coole Attacke lernen? Kann ich bitte den Wasserstein finden? Boah, der ist schon fast Level 30. Heftig. So, Eloise. Wohl eigentlich sollte ich... Wohl schon mal Boss. Wenn ich dann... Ah ne, der hat ja gar keine Windattacke mehr, ne? Windattacke von. Das ist doof. Dann bleiben wir halt bei Maskeregen. Obwohl, ich kann ja gar nicht mit dem eine andere Attacke einsetzen, oder? Scheiße, das ist blöd. Egal. Wieso sind meine Pokémon von Level her so hoch im Vergleich zu denen in Level? Oh nein, Charme. Wie schlimm. Oh ja, ich kann wieder angreifen mit Windschnitt. Sehr, sehr, sehr gut. Da habe ich angestunken. Und tot. Oder? Yes. Wieso sind wir echt so stark im Vergleich zu denen? Naja, egal. Finde ich gut. Upa, da reicht Level 21. Mogelhieb. Will ich gar nicht. Oder? Nee. Nö. Nö, brauch ich nicht. Bekannte Attacke behalten. Ja. Oh, Rupert hat Mogli nicht ein. Wambo! Yay, Wambo. Die Picknickerin Irene, ey. Das ist schon eine heftige. Kann ich jetzt wieder irgendwie weitergehen, ohne irgendwie in jemanden reinzudonnern? Da ist ein Spasti. Hab ich nicht gesehen. Wieso guckt ihr nur in eine Richtung? Das ist voll creepy. Ach stimmt, da gibt es ja noch Fossilien. Aber ich finde die Fossilien in dem Spiel kacke. Das Einzige, was ich in der Generation die kacke finde, die Fossilien. Aber ich finde eigentlich in keiner Generation die Fossilien gut, von daher. So. Ah, so riesig, so prachtvoll. Das verschlägt mir gleich den Atem. Okay. Ich will unbedingt mal mit der Seilbahn bis zum Gipfel fahren. Oh, dein Pokémon-Team ist etwas erschöpft. Anja, ich mach's fit für dich. Was labert die unten im Fernsehen die ganze Zeit mit ihren geilen Pokéball-Ohrringen, ey? So, dein Team wurde vollständig geheilt. Hier habe ich noch Geschenke für dich, weil ich devilish bin. Oh, Stärke ist sogar relativ praktisch. Was? Da unten kommt was. TMs sind keine Ausstellungsstücke. Hä? Es ist Zeit für Namensbewerter-Show. Oh Mann, da war ich gar nicht. Hoppla, fast hätte ich vergessen. Ich muss nach Professor Cosmo suchen. Okay, Onkel Spacko. Bummels von Anjo. Sein Spitzname lautet Wambue. Ich sehe schon, der Spitzname verrät mir sehr viel. Musste halt sogar mit ihm reden, da finde ich gut. Ein sehr rücksichtsvolles Pokémon.
Wenn es etwa beim Wettbewerb antritt, weiß ganz genau, was tun muss, um das Publikum mitzureißen. Wambo, ihr müsst einen Wettbewerb machen! Ja, das stimmt. Ich finde den Text auch richtig heftig. Wie viele Sekunden hat es Anjo gekostet, um auf diesen Spitznamen zu kommen? 37! Da hat er die Entscheidung wirklich... Alter, das ist ja richtig cool da unten. Wie dem auch sei, die Wahl des Spitznamen von Anjo lässt ein wenig zu wünschen übrig. Was? Arschloch. Du machst Spaß, ich gebe mir jetzt meinen scheiß Fossilo, ne? Die Fritze. Ach so, ich brauche erst die dummen Goggle-Dinger da. Gesucht und gefunden, der Sendung rund um Trainer und ihre Pokémon. Neulich stieß ein Trainer namens Anjo. Wieso komme ich nur ich im Fernsehen? Route 117, auf wen bin ich gestoßen? Hier gibt es Kamaup. Dumme Sau! Alter! Ich will nur Fernsehen gucken, ich bin so ein faules Stück Scheiße. Stell dir schon mal vor, ich wäre einfach so ein Pokémon-Trainer, renne dann da mit meinem scheiß Pokénavi die ganze Zeit rum, wie so ein Spassi, der jetzt auf sein Handy guckt. Dann kommt der Trainer, so ein kleines Picknicker-Mädchen, will so einen Kampf gegen mich machen, ich brüll die einfach voll an, du dumme Sau, ab. Weil ich lieber Fernsehen guck, ey. Dann hat die auch noch ein Wambo. Alter. Oh, dann noch besser zeigt er, wie diese Spinnenweben auf meiner scheiß Webcam einfach irgendwie so mein Zimmer darstellen. Das zeigt wunderbar, wie faul ich bin. Och man. Ich habe schon 3 Orden. Ich bin ganz zu faul, ja? Oh. Okay. Ich habe Wambo getötet. Boah, die dummen Wesen. Oh, du triffst die Töne besser als ich. Halt die Fresse! Oh, du triffst die Töne so schön. Geht bei ihr, ey. Ich will kein gesucht und gefunden. Halt Schnauze. Ich bin nicht mehr über die Liebe zählt oder so. Hieß das so? Oh, Wetterwanderer, geh weg. Wetterwanderer, geh weg. Oh, hier gibt es Feuer-Pokémon. Bestimmt. Oh, hier gibt es nur Schneckmarkt, ne? Kann ich Stärke schon benutzen? Benutzen? Ah, das hat wehgetan. Warte mal, mich regt das immer auf. Wenn das hier nicht sortiert ist. So. Wambo. Wambo ist meine TM-Sau. VM-Sau. Aber Gainer würde ich eigentlich gar nicht vergessen. Shit. Scheiße. Oh. Das Schlafding will ich eigentlich behalten. Vergessen wir jetzt eure Speier. Riecht kacke, aber naja. Ich habe behalten Wambuene so lange im Team. Wambue ist viel cooler. Das ist mein Normal-Pokémon. Mein Normal-Pokémon ist normalerweise immer... Ach, ich kann das gar nicht benutzen, geil. Hat sich voll gelohnt. Relaxo. Warte mal, ich will mal kurz die Tussi ihre Schnauze hält. Ja, kannst du jetzt mal deinen scheiß Bericht da aufhören? Halt die Fresse! Ich tippe da jetzt so hart in die Schnauze, dass die irgendwann aufhört. Ich hab gar nicht gegen... Ich wollte den Meryl gar nicht fangen, du dumme Kuh. Danke, kann jetzt mal bitte meine Fernsehsendung kommen mit dem Interview mit den geilen Leuten da. Hallo, halt die Schnauze. Herzlich willkommen zu... Trainers gesucht. Wir suchen euch für verschiedene Nachtungstalente. Kamera vorstellen. Rat mal, wo ihr mich heute verstanden habt. Genau. Route 11. Schneiden wir einfach an. Ja, ich bin einfach der Fernsehstar. Kann ich bitte... Ist das die Tusse? Nee, ne? Also hier kommt mein Fazit. Anjo hat es echt drauf. Ich habe den Kampf keinen Land gesehen. Wirklich beeindruckend. Das Zusammenspiel von Maskeregen und Zubiris. Oh, da ist es. Klasse, wie sich die beiden im Kampf unterstützen und in brenzligen Situationen aus der Patsche geholfen haben. Und der Einsatz von Finte. Das war ein wahrer Akt der Freundschaft von Maskeregen und Zubiris. Ja. Der Siegcrash-Trainer hat die Leistung seiner Pokémon folgendes zu sagen. Arschwasser. Ah. Dazu Arschwasser. Das ist schon richtig gründig. Warum finde ich das so ultra lustig? Ich bin so scheiße, ne? Oh. Da kommt Werbung von der Pokémon-Pension.
Ne, hätte das die Karte, da fliege ich nicht. Ne, ist auch falsch. Schneckmark und... Was ist das andere denn für ein Haufen? Hä, hey, was ist denn das andere da für ein Pokémon? Wabbelkack oder was? Ach, Mascholo bestimmt, ne? Ich hasse Mascholos, ey. Hat jemand von euch irgendwie schon mal einen Maschok oder so im Team gehabt? Ich will doch in den Berg! Hä, hey, gibt es hier draußen auch? Da finde ich jetzt verwirrend. Oh, ich bin drüber gefahren. Wie dumm ich einfach bin. Was war das für ein Pokémon? Ich kann irgendwie überhaupt nicht erkennen, was das sein soll. Maschok würde ja nicht gewesen sein. Ich will keine scheiß Beere pflanzen. Halt dein Mul. So. Aber ich will ernten. Ist das ein Mobai oder sowas? Oh, das ist ein Flurmel. Nee, ne? Wir gucken uns das einfach an. Es ist... Hä? Ach, war das jetzt ein Kamau? Ich will aber kein Kamau haben. Ich habe das schon 1000 Mal gehabt. Aber was war denn das andere, was hier gerade dann aufgetaucht ist? Hier hast du gerade irgendein so anderes Vieh, irgendein Geräusch gemacht. Ich will wissen, was das ist. Ne, Kamau ist jetzt unten erst aufgetaucht. Das war was anderes. Das Gras sah irgendwie aus wie Texas. Aber irgendwie scheiße. Da ist es. Was ist das? Da ist es. Was bist du? Bah, ein Bastard! Wieso macht ein Mascholo so Geräusche? Mein Maul ist so weit offen, ne? Und du kannst mir nicht erzählen, dass das jetzt die Geburt von da unten ist, oder was? Doch, das ist das wohl. Shit, stimmt. Oh, päh. Hab ich doch recht gehabt am Anfang. Gut, dann holen wir jetzt das mal Geheimpower ab, die hier... Ah, ne, erstmal beenden wir den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war ganz schön lustig. Tschüss.